Ja, nachher wird ein Telefonat stattfinden mit einer weiteren Expertin, Reformerin. Mal sehen, ob es uns gelingt, die zu gewinnen für sozusagen, ja, letztendlich für die Talkshows zu gewinnen, sozusagen, so dass sie dort ihr Lebenswerk präsentieren kann. In dem Fall wäre es nicht eine so sehr kontroverse Expertin, sondern so etwas wie, ja, eine hilfreiche oder unterstützende Expertin. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Ja, was ist zu sagen? Erst einmal, wir machen ja hier immer die News. Was gibt's Neues zu Wir 2020, die Basis, Suchbakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen? Ja, aus meiner Sicht leider erschreckend wenig. Man kümmert sich praktisch gar nicht um das Schicksal der Parteien bei der Wahl. Man kreist immer noch ums gleiche Thema. Dabei lässt sich das alles mit einem Satz beenden. Wenn in Weißrussland bei völligen, also Weißrussland behandelt, im Moment oder reagiert im Moment auf die Winteratemwegserkrankungen, wie sie es jedes Jahr tun, ohne jede Änderung. Und wenn jetzt massenhaft gestorben würde, dann würde die ganze Welt ständig schreien: Dieser schreckliche Diktator Lukaschenko lässt sein Volk verrecken, an sterben, an den Winteratemwegserkrankungen. Und ja, und damit wäre sozusagen das ein weltweiter Protest dagegen. Und die Tatsache, dass nichts dergleichen geschieht, sondern dass man Weißrussland so gut wie möglich totschweigt, bedeutet für uns naturwissenschaftliche Denker, bedeutet für uns naturwissenschaftliche Denker selbstverständlich, dass da nicht gestorben wird, jedenfalls nicht über das ganz normale Ausmaß und nicht außerhalb der großen Schwankungsbreite, die die Winteratemwegserkrankungen jedes Jahr haben. Ja, und damit wäre das Thema beendet und man bräuchte eigentlich über so dieses sinnlose Thema nicht mehr zu sprechen, sondern könnte sich auf die Reformen konzentrieren. Ja, ja und vielleicht so ein Gedanke. Es könnte sein, also hier übrigens am Donnerstag ist dann wieder die nächste Talkshow. Ja. Und ja, wo es ja immer darum geht, dass Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten, Reformer zu besseren Reformen, die bis zu 56% Wählerstimmen bringen können. Ja, das, weil die Next Scientists for Future.de hatten ja in einer Testwahl 56% erhalten. Ja. Jetzt haben wir hier wieder das Bild. Ja, ein Gedanke sollte man sich ganz klar sagen. Vielleicht ist es einfach so, dass in allen Ländern außer Weißrussland und einigen anderen Ausnahmeländern die Tests die Leute in die Krankenhäuser und damit in den Tod treiben. Ja, also als naturwissenschaftlicher Denker müssen wir natürlich immer offen sein dafür, und wir haben dafür ganz viele Hinweise, dass die Medizinindustrie selber tötet. Ja, wenn die Medizinindustrie weniger behandelt, wird normalerweise wohl weniger
weniger gestorben. Das haben uns ja auch die Bestatter bestätigt in früheren Sendungen. Und wenn die Medizin wieder richtig intensiv arbeitet, dann wird mehr gestorben. Sogar Dr. Wodak, das haben die anderen so gar nicht richtig mitgekriegt, da in der Corona-Ausschuss Termin 12 ab 1:47:22 haben das nicht alle so mitgekriegt, dass Dr. Wodak mir quasi zugestimmt hat, dass es sein kann, dass eben, wenn viel behandelt wird, dass es sein kann, dass die Leute dadurch, dass jetzt weniger behandelt wird, auch weniger Leute davon getötet werden, weil eben auch er die Ahnung hat, dass Medizin, das Alltagsgeschäft der Medizin eher die Todesrate nach oben steigert. Denn wenn man viel verdienen will und also quasi Gesundheit ja gar nicht fördert, sondern nur einfach möglichst viel macht und quasi auch gar nicht unglücklich ist über chronische, finanziell jedenfalls gar nicht unglücklich ist über Chronifizierungen von Krankheiten, dann ist es eben so, wie Professor Hacketal damals schon gesagt hatte, Vorsicht Arzt, ja, der Arzt als todbringender Faktor. Iatrogene Erkrankungen, iatrogene Tötungen, Tötungen durch den Arzt, ja. Und zwar ohne böse Absicht, ja, das ist ja wieder ganz wichtig, dass wir uns klar sind. Jetzt gehen wir mal über zu den Bildern hier. Ja, also ich persönlich glaube, dass die kriminellen Lügner und Lügen, dass die Ausnahme sind im antikooperativen Anteil. Also Dr. Wodak hat ja letztendlich damit auch den antikooperativen Anteil angesprochen, den ja auch Professor Bakti schon vor Jahrzehnten in einer Fernsehsendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen angesprochen hat, dass eben, ja, es da eben vielleicht bestimmte Interessen gibt, sozusagen. Und ich persönlich glaube, dass das, was die Verschwörungstheoretiker unterstellen, dass alle kriminelle Lügner seien, dass das eher eine Ausnahme ist oder auch ab und zu vorkommt, ja, ist schwer zu schätzen, weil die natürlich nicht enttarnt werden wollen, die ganzen kriminellen Lügner. Und dass der kooperative Anteil, nämlich das, was auf Wahrheiten beruht, ist meiner Schätzung nach in allen gesellschaftlichen Bereichen ein unendlich geringer Anteil. Die meisten gaukeln uns nur erfolgreich vor und sich selber, denn sie glauben das ja dann auch selber, dass es sich um Kooperation handele. Aber wenn ich mir klar mache, wie viel Vergiftung die Nahrungsindustrie durchführt und wie viel Tötung und Lebenszerstörung die Medizin- und Pharmaindustrie wohl ungefähr tätigt, dann kann ich nur sagen, der kooperative Anteil ist wahrscheinlich sehr, sehr klein. Also das Handeln, das auf Wahrheiten beruht, ist sehr gering. Und den größten Anteil machen wahrscheinlich die vorteilbringenden Irrtümer aus, die natürlich dann in den Köpfen der Opfer als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes wirken, als schmarotzerische, schädigende Meme, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte. Ja, und das also der antikooperative Anteil in der Gesellschaft, in allen gesellschaftlichen Sparten riesig ist, überwiegend aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern, ein kleiner Teil aufgrund von kriminellen Lügen. Ja, und dann, wodurch kommt man zu dieser Erkenntnis? Man braucht, wie die ungefähr 20 Professoren und Doktoren des Weltrates der Next Scientists for Future. Ja, man braucht, das ist so ein Bild von der letzten Talkshow, man braucht ungefähr
Letztendlich, ja, ich mache das mal so hier. Sie merken, ich übe ja unser Talkshow-Format, ja. Also man braucht ungefähr über 50 Jahre Wissenschaftserfahrung, Naturwissenschaftserfahrung, allerdings auch Menschenkenntnis, die ich eben erworben habe, indem ich viele Jahre lang auch geglaubt habe an die Psychotherapie, die Psychoanalyse, die Verhaltenstherapie und wie sie alle heißen, die verschiedenen Richtungen der Psychotherapie. Man lernt ja aus seinen Irrtümern und Fehlern am meisten, ja, und aber da gewinnt man eine gewisse Selbstwahrnehmungsfähigkeit und eine Menschenwahrnehmungsfähigkeit erwirbt man in diesem Beruf. Und ohne das hat man völlig falsche Vorstellungen darüber, wie Menschen sind. Und das ist das Dilemma, in dem ja viele stecken. Ach so, übrigens, ach so, Sie können mich jetzt ja gar nicht sehen. Ich mache das nachher dann. Ja, ich kann das ja gerade mal. Ach nee, das ist zu aufwendig. Jetzt extra die Präsentation zu beenden, nur damit Sie mal ein Winke-Winke bekommen können. Wir untersuchen also, Sie sollten also, wenn Sie sich zutrauen, einen Staat zu regieren, dann sollten Sie also die letzten 13,8 Milliarden Jahre, vielleicht einige Jahre studiert haben. Also ich war, hatte die Noten sehr gut im Abitur in Physik, Chemie und Biologie, also eine solide naturwissenschaftliche Grundausbildung. Und ich hatte dann Biologie nochmal an der Universität, ja, als Spezialfach und Prüfungsfach. Also Sie sollten schon eine solide naturwissenschaftliche Grundausbildung haben, genau wissen, was vor 13,8 Milliarden, vor 10, vor 5 Milliarden, vor 4 bis 3 Milliarden Jahren so alles passiert ist. Zum Beispiel hier Ausbreitung von den Vorläufern von DNS, Desoxyribonukleinsäure. Und dann vor 65 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier und damit der Aufstieg unserer Großeltern im engeren Sinne. Dann sollten Sie verstehen, dass vor 13,8 Millionen Jahren es so allmählich begann, dass wir immer menschenähnlicher wurden sozusagen und dass hier dann vor 5 Millionen Jahren so aufrechter Gang, Anfang der Gehirnvergrößerung, vor 4 Millionen Jahren spätestens Verschwinden der Eckzähne als Anzeiger für Sozialsysteme, die auf Eifersucht und Rivalenkampf basieren. Denn wenn die Eckzähne verschwinden, waren die Vormenschen, also dann die Australopithecinen, dann waffenlos sozusagen. Und das ist beim Rivalenkampf eine ganz dumme Angelegenheit. Also die Gorillas haben mächtige Eckzähne als Rivalenkampfwaffen. Das zeigt, wenn man also eifersüchtig ist von Natur aus und Rivalenkämpfe führt, um ein oder mehrere Weibchen sozusagen, Frauen, dann sollte man Waffen haben, denn die Waffen wurden dann ja erstens, frühestens fing es an mit den Waffen vor 2,5 Millionen Jahren. Also ist das ein Beweis, dass wir hier ein neues ja, matriarchales, pazifistisches Lebenssystem evoluierten sozusagen. Dann hatten wir hier vor 2 Millionen Jahren etwa, beginnt es, dass wir dann unsere Vorfahren Homo erectus nennen. Und dann hier vor 1,7 Millionen Jahren, irgendwo muss es ja langsam mal mit dem Fellverlust begonnen haben, sodass wir der aufrechtgehende Savannen-Bonobo mit dem größeren Gehirn wurden, ja, und dann vor 400.000 Jahren haben wir die Büchse der Pandora geöffnet, ja.
Also vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus, dürften wir sozusagen mit einem schon relativ großen Gehirn als gelebt haben in urmatriarchalen Bonobo-Schenker-Kommunen oder in einem solchen Kommunismus sehr glücklich gelebt haben, in einer Lebensform, die also noch glücklicher war als die Großfamilien, in denen wir eben praktisch keinen Streit hatten, weil wir noch nicht aufgehetzt wurden zum Streiten durch die Händler und so weiter. Ja, und dann hier erfanden wir vor 400.000 Jahren Tauschhandel, Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und erkannten nicht, dass dieser Schuss ganz kräftig nach hinten losgehen würde, dass er alles Leid der Erde auf uns bringen würde, wieder Rückfall in Gewalt und Krieg, in Eifersucht, weil jetzt wir mimetisch, psychologisch aufgehetzt wurden durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, die für die Händler und die Frühärzte vorteilbringende Irrtümer waren. Und ging es hier weiter, dann vor Hunderttausenden Jahren, also vor 400, hier haben wir nochmal die Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung. Und dann haben wir hier so vor 300.000 Jahren, ja, da spricht man dann so von Homo sapiens. Und irgendwie, ein Professor spricht, dass da schon der Long Distance Trade, der Fernhandel schon erfunden worden sei. Das würde ja dafür sprechen, dass der Nahhandel, der Tauschhandel, dann wirklich schon relativ früh nach der Erfindung des Tausches schon evoluiert wurde und spätestens haben wir dann ja vor, was ist das hier dann, vor 170.000 Jahren dürften die eventuell die ersten Schamanen, Frühärzte so begonnen haben, ihr Handwerk zu betreiben, ihr Geschäft zu betreiben, ihr profitables Geschäft zu betreiben. Und dann so vor 140.000 Jahren dürfte allerspätestens der Fernhandel erfunden sein, jedenfalls nach Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Paläoanthropologen Deutschlands. Vor 100.000 Jahren dürfte Homo sapiens so allmählich auch aus Afrika ganz langsam alle 20 Jahre 5 Kilometer sich ausgebreitet haben über den Rest der Welt. Ja. Und und dann vor 40.000 Jahren dürfte es so sein, dass nachdem sich durch die Erfindung des Tauschhandels unsere Gehirnwachstum schon drastisch abgeschwächt hatte, wir also immer mehr geschädigt wurden, Schluckwasser. Wir immer mehr geschädigt wurden, gesundheitlich und gehirnevolutionsmäßig, weil immer mehr die Tauschhändler immer mehr solche vorteilbringenden Irrtümer aufgebracht haben. Na gut, komme ich ja gleich zu, dass eben alle Menschen Genies seien, das ist so der große. Alle Neugeborenen sind Genies und ist so der Aberglaube, der antinaturwissenschaftliche Aberglaube, der dann aufgebracht wurde von den entsprechenden Sparten, Frühhändlern, Frühärzten und Sozialsparten und so weiter. Ja, und dann kippte aber die Kurve endgültig ab und dann fing unser Degenerationsprozess an, unser Gehirn schrumpfte bis heute um
150 Milliliter angeblich und nach Ansicht bestimmter Professoren. Und ja, und dann haben wir so, hier beginnt dann auch gleichzeitig so die Erfindung allmählich von Geld, Landwirtschaft, Ackerbau und Viehzucht und eben Gehirnschwund parallel dazu und mickriger werden, wobei es dann hier explodiert. Hier ist, wird die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht durchschlagend und danach werden wir alle, degenerieren wir sehr schwer, alle großen Seuchen kommen auf. Wir werden kränklich, mickrig, kleiner, unser Gehirn schrumpft weiter, weil die vorteilbringenden Irrtümer und die Toxizitäten, die da vorherrschen und die einseitige vitaminarme Ernährung uns schwer schädigt. Und ja, und dann seitdem geht es immer nur noch bergab mit uns. Ja? Und jetzt sieht man auch in Japan, Okinawa zum Beispiel, ging durch unsere westliche Ernährung die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten drastisch zurück. Jetzt fängt sie auch in den USA an zurückzugehen. In Deutschland sieht man, sah Dr. Med-Gerd Reuter auch schon die ersten Ansätze des Rückganges der Lebenserwartung, ja, aber das kommt ja jetzt, wenn es in den USA jetzt schon deutlich zurückgeht in vielen Staaten, dann kommt das auch bald hier bei uns, ne? Schluck Wasser. Weil immer mehr giftige Nahrung, giftiges Wasser, giftige Luft und immer mehr unnatürlicher Lebensstil natürlich uns alle ruiniert. Ja, dann klicke ich doch mal hier weiter. Hier bei dem Bild sehen wir auch nochmal, ich mache es nochmal ein bisschen größer für Sie als Zuschauer. Ja. Also vor 13,8 Millionen Jahren waren wir wohl auf den Bäumen und sahen eher so aus. Hier vor 4 Millionen Jahren, ja, schon sicherlich hier so eher der, übend mit dem aufrechten Gang sozusagen. Und dann vor 2,5 Millionen Jahren Erfindung der Technik. Sie merken, immer aufrechter und immer größeres Gehirn. Vor 400.000 Jahren vielleicht schon 1200 Milliliter, dann flacht sich aber die Wachstumskurve ab. Und weil jetzt die Schädlichkeit von Tauschhandel sich entfaltet und dann eben jetzt hier vor 40.000 Jahren, die Kurve anfängt zu kippen in Richtung Degeneration. Ein ganzes Glas an Gehirnvolumen verloren und Gesundheitsschädigung durch Ackerbau und Viehzucht wird immer deutlicher durch moderne, denaturierte Situationen und durch moderne, krankmachende Medizin und so weiter. Und das steht vor uns, dass wir am Ende alle am Rollator entlangschleichen mit Osteoporose. Die Zukunft sieht also nach krassester Degeneration aus. Ja? So, dann haben wir hier dieses Schaubild. Das zeigt uns nochmal schön deutlich, ja, die Linksextremen und die Rechtsextremen haben in Wirklichkeit, das sind eben nicht alle Genies, die naturwissenschaftliche Wahrheit ist, das sind wohl die mit den kleineren Gehirnen, mit der geringeren Intelligenz und die hier finden wir die naturwissenschaftliche bodenständige Linke, die und hier dann hier Werteunion und AfD, hier wird rechts und linksextremisten sind eigentlich gleichermaßen diktatorisch und ja, mit dem sozusagen verfassungsfeindliche Kriminelle, damit kann man nichts anfangen. So, dann haben wir jetzt hier kann man auch nochmal die Parallelität zeigen.
Gravitationsgesetz zieht ungefähr in Richtung Massenschwerpunkt des Universums und auf der Erde liegt der Massenschwerpunkt des Universums, Gesamtuniversums ungefähr in der Nähe des Massenschwerpunktes der Erde und da dorthin mit Wasser gezogen, nach dem Naturgesetz von der Gravitation und nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion. Ist es eben ähnlich. Hier haben wir den ersten Früharzt und Frühhändler, der noch in der Wahrheit lebt, also noch im kooperativen Anteil und damit allerdings kein großes Geschäft machen kann. Und der sagt, ach, ist ja toll, wie ihr so kerngesund euch naturbelassen ernährt, sauberes, ungiftige Nahrung, ungiftiges Wasser, ungiftige Luft. Wunderbar, da habt ihr dann starke Immunsysteme und braucht mich nie. Und ihr werdet ja auch gar nicht suchtkrank. Ihr werdet nicht süchtig und nicht suchtkrank, weil ihr ja euren natürlichen, urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus lebt. Und das ist ganz toll, so viel Körperkontakt und so langes Stillen. Da gibt es dann auch keine Überbevölkerung. Herrlich, dann braucht ihr mich als Früharzt gar nicht oder fast nie. Und dann sozusagen, ja, und ihr macht auch die Geburten auf natürliche Weise. Ihr hebt euch gegenseitig bei der Geburt. Alles wunderbar. Und ich verkaufe euch nur die herrlichen Reifen. Ich helfe euch nur ein bisschen bei den herrlichen Reifen, Früchten und Gemüsen und so weiter. Und ja. Das ist noch ein wahrheitsorientierter Früharzt und Frühhändler. Jetzt kommt aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion es zwangsläufig irgendwann zu einer Mutante, nämlich einem sich irrenden Früharzt und Frühhändler. Und der sagt, ach, ist das eklig mit eurer bonobo-kommunistischen Lebensweise. Hört auf damit, das ist ja, Körperkontakt ist ja eklig, widerlich und so weiter. Hört auf damit und nein, auch meine denaturierte Kunstnahrung ist genauso gesund. Krank werdet ihr nur durch irgendwelche winzigen Dinge, die wir später Viren, Bakterien und Pilze nennen werden und dagegen verkaufe ich euch ganz viel Impfungen, später Tests, Masken, Chemotherapien, Operationen, was auch immer verkaufe ich euch, ne? Und die Leute, die ihm dann glauben, ja, und das werden viele sein, ja, weil der Mensch das suggestibelste Wesen der Erde ist nun mal und weil sie quasi gar nicht gewöhnt sind, dass man sie so in die durch Vorteil bringende Irrtümer in die Irre führt. Also diese Irrtum, der für ihn vorteilbringend ist, weil er jetzt plötzlich ganz viel vertauschen und verkaufen kann später. Und dadurch kann er dann eben hier ein leibliches Kind ernähren. Und dieser Fluss der Evolution läuft eben auch in die Richtung der Anziehung. Und das sind nämlich die Ressourcen. Das sind die Gene für Männer zum Beispiel, die Gene der weiblichen Eizellen, da wollen sie ran an diese Ressourcen sozusagen, denn sonst können sie ja in der Zukunft nicht weiter existieren und sie wollen an Reichtum und so weiter, weil plötzlich eben ja auch durch diese Verteufelung der urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen-Lebensweise letztendlich die Männer sowieso alle sexuell dann unbefriedigt sind und dann sagen, na okay, dann mache ich halt Geschäfte und werde eben konsumsüchtig, akkumulationssüchtig, machtsüchtig und so weiter und kümmere mich um Materielles. Ich schenke nicht mehr alles, sondern ich verkaufe nur noch. Ne? Ja, und dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich erstmals auf. Es wird nicht mehr alles verschenkt, sondern jetzt gibt es plötzlich Milliardäre später dann und so weiter. Ja, und dadurch, ja, es wurde eben alles schlecht auf der Erde. Ja, und dieser erzählt ja dann auch
Und ja, eine Kommune hat die andere nachts überfallen und alle totgeschlagen. Und dann kaufen ihm die Leute am nächsten Morgen nach dieser Geschichtenerzählung alle seine Frühwaffen in Massen auf. Und er wird auch der erste erfolgreiche Waffenhändler. Und er kann dann hier ein leibliches Kind ernähren, dann sogar drei leibliche Enkel ernähren, weil er so viel Erfolg hat, vier Urenkel, und er wird der Vorfahre von Torsten Wieler Lauterbach, Alnatura und Aldi und Co. und auch allen Waffenkonzernen, und die dann eben immer weiter solche Geschichten erzählen. Denn die Leute merken natürlich, dass diese Geschichten, die sie da erzählen, irgendwie den Umsatz ganz gut antreiben, ne? Und ja, und hier findet er auch noch geistige Schüler, und nach einigen Generationen bilden die eine machen die eine Universität auf, und dann werden diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer gelehrt, und es entstehen lauter geistige Vorfahren von Drosten, Wieler, Lauterbach, Alnatura, Aldi und Co. und den Waffenkonzernen und so weiter. Lauter geistige Vorfahren. Und ja, sozusagen, und wir alle werden jetzt von dieser ganzen Armee an Geschäftemachern mit deren parasitären Memen, Killerviren des Geistes, ständig infiziert und verseucht und werden zu einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen, gewaltbereiten, kriegssüchtigen Singles verwandelt und ja, und konsumieren. Schlagen uns gegenseitig die Bäuche voll mit nicht nur mit Mozartkugeln, sondern auch mit Bleikugeln. Und konsumieren und konsumieren. Ne? Und also sind sozusagen unsere Frühärzte und Frühhändler, ja, sozusagen erfolgreich an die Ressourcen rangekommen, an die Eizellen der Frauen, die DNS der Frauen und an ganz viel Macht und Geld. Ne? Und das müssen wir heilen, indem wir hier quasi denen die Beute wegnehmen, positive Anreize setzen, dadurch die vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen, dadurch sterben dann auch alle parasitären Meme in den Köpfen der Opfer aus. Und die lernen von hier, vom Weltrat Next Scientist for Future, lernen die blitzschnell die Wahrheiten und ändern sich um, weil sie nur noch dafür positive Anreize bekommen, wenn sie bewiesenermaßen mein Leben und das Leben aller Kunden, Mitarbeiter, Anwohner bewiesenermaßen gesünder, länger, reicher, glücklicher gemacht haben. Ansonsten gibt es keine Beute mehr. Also für das Vorherige, für die Irrtümer gibt es keine Beute mehr, sondern nur noch für Wahrheiten. Und dann rücken die auch dahin und sind nicht mehr vom Aussterben bedroht wegen mangelndem Umsatz und mangelndem Gewinn, sondern werden die erfolgreichsten. Ja? Und damit ist das Problem gelöst. Die Ärzte werden uns anregen und darüber diskutieren mit uns, wenn wir ihre kostenlosen Gesundheitskommune besuchen und deren volles Programm aus Sport, Tanzen, Singen, Musizieren, Ernährungsberatung, was auch immer, alles, was gesünder, ja, was mein Leben gesünder, länger, reicher, glücklicher machen könnte, werden die Hausarztersatzpraxen uns unterrichten, ja, und damit ist das Problem gelöst und werden uns wieder anregen, das doch mal wieder mit unseren urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen zu versuchen. Und irgendwann werden auch alle Milliardäre da mal zu Gast sein und werden anfangen, wieder zu schenken. Und dann geht die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammen. Ne? Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Ja, das ist ja ein möglicher Kooperationspartner gewesen. Aber das Problem ist eben,
generell besteht ja das Menschheitsproblem daraus, Intelligenzmangel, denn wir haben ja diesen Rückgang, weil wir ja alle sozusagen und ich habe noch nie so ungebildete junge Leute gesehen wie bei Fridays for Future bei den Orga-Teams. Ich habe sehr viele DemonstrationsteilnehmerInnen interviewt, die oft sehr, sehr klug waren und uns sehr gut verstanden haben, unser Lösungskonzept, wie wir den Deutschland in ein klimaneutrales Land hätten verwandeln können, wenn sie uns als Gegenleistung ihre weltweite Popularität zur Verfügung gestellt hätten. In einer Weltpressekonferenz, mindestens einer, in vielen Weltpressekonferenzen. Aber leider, man wollte nicht und ist deswegen natürlich auch gescheitert. Und man wollte nicht, weil man es nicht verstanden hat. Man war geistig überfordert. Ja, der Bildungsmangel ist sehr groß und die Gehirne sind halt mittlerweile sehr klein. Und ja, ich nehme aber erstmal das Bild hier. Ja, warum? Also natürlich werden unsere Gehirne kleiner, weil es immer mehr Giftstoffe gibt, die natürlich auch dem Gehirn schaden. Ja? Aber eben die Sozialspatler und andere Spaten haben natürlich den vorteilbringenden Irrtum, Schluck Wasser. Evoluiert und irgendwann immer mehr ausgebreitet als parasitäres Meme in die Köpfe der Weltbevölkerung, dass alle Neugeborenen Genies seien, dass es also genetisch gar keine Unterschiede in der Gehirngröße gäbe, ja, wodurch es dann ja unmöglich gewesen wäre, dass unsere Vorfahren einen halben Liter Gehirnvolumen hatten und heute durchschnittlich wir 1,35 Liter Hubraum haben, das wäre ja dann unmöglich gewesen. Und dass heute manche Menschen 2 Liter Gehirn haben, manche Menschen eher 1 Liter Gehirne ungefähr haben, das wäre ja dann völlig unmöglich. Aber vorteilbringende Irrtümer sind halt so. Da geht es um Irrtümer. Ne? Und das hat dann natürlich dann dazu geführt, dass es uns, den Staaten dieser Erde, egal wurde, wer die Kinder bekommt. Denn in der Natur achten im Prinzip, haben alle Arten Mechanismen, die dafür sorgen, dass nur die die kompetentesten der jeweiligen Art, das ist nicht immer die Gehirngröße, aber bei uns wäre es die Gehirngröße, also die kompetentesten sozusagen immer die meisten Kinder bekommen und der Rest im Prinzip so wenig wie möglich Kinder bekommt, damit eben die Art immer kompetenter und wettbewerbsfähig sich weiter evoluiert, auch im Vergleich zu anderen Arten und aber auch jeder einzelne Staat dann im Vergleich zu anderen Staaten immer wettbewerbsfähig bleibt. Aber durch die vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel der Sozialsparten und der Arbeitsamtssparte und so weiter, haben wir eben ein unheimlich große Zuwachs an Menschen mit kleinen Gehirnen. Und das muss man grundsätzlich ändern. Man muss hier ein Paradies schaffen für diese Menschen, dass die wieder ein paar wenige Kinder bekommen, denn es ist vielleicht nicht so toll, wenn man noch die Überbevölkerung noch weiter treibt, ja, sozusagen. Und dass hier eigentlich nach Möglichkeit nahe null Kinder geboren werden oder angenommen werden. Und dafür haben wir ja alle möglichen Lösungen. Und dann auch unser Einwanderungsgesetz und Asylrechtsänderung führt ja dann auch dazu, dass wir hier aus aller Welt, aus Schwarzafrika, Zuwanderung bekommen, aber eben immer mit der Vorgabe, dass null Parallelgesellschaften aufgemacht werden, also sozusagen, wer nicht sozusagen seine Kinder bekommt von einem schon sehr lange hier lebenden Personen sozusagen, der muss dann das Land sofort wieder verlassen, weil das dann ja zum Aufbau einer Parallelgesellschaft führen könnte. Und das empfehlen wir nicht. Ne?
Ja, und dann gucken wir uns nochmal die anderen Bilder gerade an. Ja, hier können wir sehen, hier veranschaulichen wir immer Nordeuropa, Südeuropa, Amerika, Australien und so weiter und auch den urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, also unsere größte Glücksquelle, auf die wir genetisch wahrscheinlich immer noch geeicht sind. Sie haben sich vielleicht schon mal gefragt, warum so viele Menschen fremdgehen, wenn wir doch eigentlich angeblich eine monogame Art wären. Ja, das liegt daran, wir sind halt keine monogame Art, sondern wir sind eine Art, die genetisch konstruiert ist und immer noch großenteils konstruiert ist. Natürlich gibt es kleine genetische Änderungen, immer kleine Teilanpassungen. Aber wir sind immer noch genetisch wohl eine urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunen-Art sozusagen. Und das fehlt uns jeden Tag. Die Glücksquellen daraus fehlen uns. Und deswegen wurden wir zu einsamen, kaufsüchtigen Singles, worüber sich die Frühärzte und Frühhändler finanziell sozusagen ja, letztendlich daran finanziell sich enorm bereichert haben. Ne? Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch ein Bild zu zeigen habe. Ja, unsere Milliardärskönige ist in der Gesellschaft ist ja sehr viel Wut und Hass und Zorn, aber wir sollten uns alle an die eigene Nase greifen und sagen, wir selbst haben doch diese ganze Zerstörung mitgemacht und gemacht. Wir sind doch die, die den Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung völlig ungelenkt haben laufen lassen, also ohne positive Anreize haben laufen lassen. Wir sind doch selber schuld. Und dann können wir auch versöhnlich und friedlich und liebevoll einen Weg aus der Misere finden, zusammen mit unseren geliebten Milliardärskönigen, Politikkönigen und Journalistenkönigen. Ja? Also nichts, Schluss mit Hass und Feindschaft. Ja? Ja, und hier haben wir ja wir haben dann. Heute nennen wir sie eher Messgrößen, allgemeine Messgrößen. Und dann gibt es für jede Sparte auch noch zu überlegen, ob man spezielle Messgrößen einführt. Und das bedeutet also zum Beispiel die positiven Anreize, also Verdienstzuschüsse, Karrieremöglichkeiten und, die kann man ja eben koppeln an, also sozusagen abhängig machen von allgemeinen Messgrößen, wie zum Beispiel der Wohlfühlstimme als der superdemokratisierenden neuen Wahlstimme, die auch den Lobbyismus sofort beendet, die Politiker sofort zwingt, sich wegzuwenden von den Konzernen und den Freundschaften mit den Konzernen hin zur Freundschaft mit den WählerInnen hin sich zu wenden, denn sonst ist man schneller weg, als man gucken kann. Denn die Wohlfühlstimme ist ganz anders als das bisherige Wahlprozedere. Sie deckt gnadenlos auf, welcher Ministerpräsident welcher Partei die Menschen, das Wohlfühlen der Bürger beschädigt und wer es bestmöglich fördert. Fördert also wird nie wieder ein Politiker eine konzernfreundliche Politik machen, sondern immer nur eine wählerinnenfreundliche Politik. Das bedeutet dann aber keine Feindschaft zu den Konzernen, sondern dass einfach ja nur jeder Konzern also sowieso auch nur noch Verdienstzuschüsse kriegt, wenn er das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit, und das Glücklicherwerden der Bevölkerung messbar verbessert, dann überlebt so ein Konzern durch Verdienstzuschüsse. Ansonsten geht er pleite und das ist ja dann auch gut so. Ja, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand. Sie sehen, es gibt hier eine Unmenge an Daten, die man verwenden kann, um positive Anreize dann gekonnt und gezielt zu setzen. Und wie gesagt, für jede Sparte, auch beim Großunternehmenscoaching, im Gegensatz zum Staatscoaching, muss man auch beim Großunternehmenscoaching genau gucken, welche speziellen Messgrößen führt man ein und ja, und vielleicht kann man auch hier was übernehmen,
Natürlich, die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve wäre natürlich auch bei den Mitarbeitern sinnvoll. Ja, und jetzt schauen wir mal weiter. Das wäre die Bildumkehr. Das ist also, wenn man so sagt, man versteht die Evolution als ein Baum, der nach oben fließt von früher zu später. Aber ich habe es heute mal andersrum gezeigt, gravitationsnäher gezeigt. Wir können dieses Bild verwenden. Und dann sind wir wieder hier, ja, und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass die vorteilbringenden Irrtümer und damit uns die Durchseuchung der Weltbevölkerung mit parasitären Memen und Killerviren des Geistes eigentlich unser Hauptproblem ist. Denn aufgrund der Killerviren des Geistes schreien die Leute dann auf und sagen, nein, ich will auf keinen Fall in einer Bonobo-Schenker-Kommune leben. Ich bin doch monogam und so weiter. Ja, weil wir eben alle so durchseucht sind mit Killerviren des Geistes, parasitären Memen, die für bestimmte Leute vorteilbringende Irrtümer darstellen, die daran verdienen. Ne? Ja, und das ist dann eben der World Council of Wise People. Und dann kann ich wieder hier zurück zu unserem Tagesbild. Und ja, ich hoffe, dass YouTube dieses Bild erkennt. Wenn nicht, müssen wir daraus halt wieder ein Thumbnail machen. Ja, und dann gucken wir uns doch jetzt nochmal an. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt die Präsentation beende. Dann müsste es jetzt hier sein. Ja, dann muss ich aber auch noch hier zurückgehen. Ja. Ach ja, ich jetzt kann ich Ihnen winken. Na, winke, winke, winke. So sehen Sie dann die Talkshow-Teilnehmer angeordnet. Hallo, da sehen Sie dann mich in den Talkshows. Und an den anderen Plätzen sehen Sie überall die Talkgäste. Ja, und jetzt zum Beispiel hier. Kann ich Ihnen noch mal ein paar Bildchen zeigen? Ja, hier können wir zum Beispiel ausrechnen, ja, wie das ist mit den Zahlenverhältnissen, den Sterbezahlen. Nur mal zur Erinnerung, ja, also in Deutschland sterben jeden Tag zu Winterzeiten bis zu 3000 Menschen ganz normal, also jeden Tag sozusagen. Jeden Tag 3000 Menschen. Davon stirbt ein gewisser Prozentsatz, 10, 20, 30, 40% an Winteratemwegserkrankungen und davon ist nichts dramatisch. Und wie gesagt, in Weißrussland hört man nichts von Leichenbergen. Oder haben Sie was gehört von Leichenbergen, von all den Kritikern, alle, die diesen Diktator Lukaschenko hassen wie die Pest? Warum erzählen die Ihnen nichts von Leichenbergen? Ja. So, dann haben wir hier die Homepage, da finden Sie ja alles, zum Beispiel hier die Wählerinnen-Kommentare zum Staatscoaching von uns. Wirtschaftsmagazin Trend Österreich, da können Sie mal unseren Professor Mertens in Action sehen, gehört zum Weltrat und mich, ich gehöre ja auch zum Arbeitskreis Next Scientists for Future. Und da finden Sie den Live-Ticker Wahlen, da finden Sie immer alles zur Parteienfrage. Es tut sich aber ziemlich wenig, weil irgendwie scheint so zu sein, dass die Parteien es ganz in Ordnung finden, dass sie im Frühjahr am 14. März dann enden werden, denn es ist kein richtiger Wahlkampf zu sehen, es ist fast nichts los. David Claudio Sieber ist der Einzige, der immer mal auftritt irgendwo oder irgendwas macht, aber das ist verschwindend gering dagegen. Ja, viel zu wenig alles. Ne? Er sollte in unsere Talkshow kommen, herzlich eingeladen, alle. Ach so, sowieso, natürlich sind alle eingeladen. Hier dann auch, das ist ja das Forum Weltrat der Weisen, ne, und so weiter. Und hier haben wir ja nochmal den Artikel, da ist, den können Sie auch nachlesen. Ich fahre ihn mal langsam runter. Sie können den Bildschirm ja immer stoppen.
Ja, unser Angebot war das für eine Großveranstaltung. Da hatten schon etliche berühmte Leute zugesagt, Moderation zu machen und so weiter. Der berühmte Dr. Franz Alt hatte als Moderator schon zugesagt. Und wer hat nicht zugesagt? Greta, Luisa und Carla. Ja, so, da können Sie diesen Artikel lesen. Ja, alle einfach mal auf Stopp stellen, das müsste gehen. Bin mal gespannt. So, dann haben wir, ja, und ich fürchte, meine Befürchtung ist halt, dass vielleicht jetzt eben die Parteien, die Basis und so weiter, dass die jetzt eben den gleichen Fehler machen werden wie Fridays for Future, sozusagen uns nicht verstehen, dass wir die Einzigen sind, die das können, was sie wollen. Die Basis und wir 2020 wollen und die Frack-Partei wollen regieren. Und aber nur wir2020.de und die Frack-Partei haben begriffen, dass das nur mit uns zusammengeht und den anderen Experten zusammengeht. Und die Basis und wir2020.eu haben es noch nicht verstanden und werden dann wohl daran scheitern. Und dann wird es eben so kommen, wie ich immer gesagt habe. Prominenz mal null Kompetenz gibt null. Prominenz mal hohe Kompetenz gibt großen Wahlerfolg bis zu 56% der Wählerstimmen. Ja, aber Prominenz bei die Basis und wir 2020 nützt gar nichts, wenn die Kompetenz null ist. Prominenz 50 multipliziert mit oder 56 multipliziert mit null Kompetenz gibt null. Aber 56% 56 Punkte Prominenz mal 56 Punkte Kompetenz gibt bei der Bundestagswahl 28% und damit die Möglichkeit, den Kanzler zu stellen. Ja, Sie sehen's. Dann zum Schluss, ich mache nochmal Winke, Winke. Und zum Schluss sehen Sie also noch einmal für YouTube nochmal. Ach so, Sie als Zuschauer kriegen nochmal zu sehen, was jetzt die Talkshow-Leute ja gar nicht mitkriegen würden, weil ja die Präsentation beendet ist. Aber für Sie als Zuschauer kann ich nochmal zeigen, unser Tagesbild. Ja, das war's schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute mit den News for the Educated, mit den News for the Clever zu den Parteien. Und nachher, ich muss mich langsam dann vorbereiten für das Telefonat mit der Expertin, die hoffentlich Donnerstag, Samstag, Montag dann Talkgästin werden möge. Hoffentlich kann sie das. Ja, das war's schon wieder. Tschüssi, bis bald.